Wo waren wir denn jetzt? Huh. Keine Ahnung, ey. Ach ja, wir waren jetzt dabei und dabei sozusagen. Müssen hier erstmal wieder Holz ranheften. Oh, hops, hops und hops. Okay. Müssen wir natürlich noch rausmachen. Hier oben hoch. So, da dürfen wir aber jetzt sogar nicht mehr weiter ho irgendwie hochgehen, sozusagen. Würde ich mal sagen. Aber am besten, wir lassen das jetzt erstmal dabei und bauen jetzt uns erstmal hier runter. Weil, wenn ich nämlich jetzt hier wieder weiter baue, sozusagen, das wird dann wieder kacke. Außer ich baue das jetzt so und hier dann wieder Stein runterwärts. Ha, ja, so müsste man es ja so oder so machen, würde ich mal so behaupten, ne? Das würde so eigentlich dann auch am besten aussehen. Dann bauen wir das jetzt doch weiter. Wenn ich denn mal, hier haben wir noch Cobblestone. So, das heißt, mit den hier gleich noch rein. Jetzt habe ich hier so eine schäbige Fruchtfliege, die mir auf die Eier geht. Also das fasse ich da wohl jetzt nicht. So, hier und hier. Zack. Okay, Hammer. Lassen wir das erstmal hier. Da muss ich gucken. Hier eine Treppe, hier eine Treppe. Das müsste mal noch weg, möglicherweise. Und das hier oben. Zack. Oh. Ich dachte, was geht denn jetzt ab? Okay, Holz mehr. So. Erstmal die noch weg. Die wollen wir nämlich noch. Ich habe hier eine Schaufel und benutze nicht. Das ist auch wieder so ein Schmarrn. So, das haben wir hier. Und das müssen wir jetzt ja wohl oder übel erstmal lassen. Würde ich mal so behaupten. Okay. Machen wir weiter. Wir wollen natürlich jetzt hier keinen Schmarrn irgendwie machen. So, dann lassen wir das erstmal so. Gehen natürlich jetzt auch schon ein weiter runter, würde ich mal so behaupten. Natürlich Skelette dort oben, die nerven mich schon wenig. Außer jetzt kommt gleich wieder irgend so ein Scheiß ein Zombie. Warte mal, 1, 2, 3, 4. Da könnten wir ja rein theoretisch auch noch ein runter gehen. So, da haben wir 5 Treppen nach unten, würde ich mal so behaupten. Und da lassen wir das einfach so. Und hier bauen wir uns jetzt einfach mal. Bauen wir den jetzt rechts oder bauen wir den links oder wo bauen wir uns jetzt die Geschichte einfach mal ein? Erstmal würde ich sagen, bauen wir erstmal noch ein wenig nach vorne sozusagen. Und ich würde mich auf jeden Fall, jetzt kriegen wir wenigstens Cobblestone. So, das werden wir hier so lassen. Den müssen wir dann auch nochmal wegnehmen. Zack, und machen es so. Also wir müssen 4 Stück. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? So. Ihr wollt ja auch was sehen. So, wir machen 4 sozusagen nach oben. Dann nehmen wir nämlich jetzt gleich schon die Phase weg, wo wir dann das Dschungelholz dran setzen. Da sparen wir uns dann die Arbeit wieder. Wenn ich natürlich jetzt ein bisschen Eisen finden würde, würde ich mich auch drüber freuen, aber oh, ich bin immer offen für was Neues, sagen wir mal so. Nachher noch ein wenig Yu-Gi-Oh! Zocken. Da bin ich auch schon wieder Bock drauf. Und dann noch ein wenig mit meinem neuen Deck-Tutorial, was morgen dann kommt. Oder heute. Weiß ich noch nicht, wie ich die Folge hochlade. Wie ich es schaffe, sozusagen. Oder. Naja, okay. Ich muss mal sagen, wenn ihr die Folge hier seht, dann ist der Sonntag eh schon vorbei. So, jetzt wird es finster. Und das wollen wir nicht. Cobblestone haben wir natürlich jetzt schön viel gekriegt, was ich geil finde. Müssen wir natürlich hier noch überall rausnehmen. Ich setze jetzt hier erstmal noch eine Fackel hin. Und hier oben kann ich nämlich jetzt erstmal schon wieder Holz hinsetzen. So.
So. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Okay, ich glaube mal, wenn man dann jetzt... Ich müsste dann noch ein paar Treppen... Ja. Nicht so gewundert, aber... Ich musste ja jetzt einfach ein paar Treppen bei haben. Okay, ich glaube aber mal, die werden nicht reichen. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal runterbauen. Dass ich dann wieder hochkomme, sozusagen. Schnupp, schnupp. Schnupp, schnupp und schnupp. Okay. Ich werde mir mal schnell ein paar Treppen machen. Oh, schon wieder. What the fuck, Alter. Ey. Wie schnell wird das hier dunkel? Das ist ja echt unnormal. Dreckiges Skelett, ich hab dich gesehen, du Lappen. Habe ich kein Holz mehr? Habe ich das echt schon wieder alles verbaut? Das ist ja Wahnsinn, ey. Also, komm, wir machen uns jetzt hier Holz en masse. Weil ich denke mal, das werden wir da unten so oder so noch brauchen. Und dann machen wir jetzt den ganzen Spaß einfach mal. So viel wie wir haben. Haben wir mehr als genug Dschungelholz. Oh, haben wir so viel Dschungelholz jetzt. Ich werde mal schnell eine Semmel einfach mal so snacken. Ist mir einfach mal so beliebt. So, blub, blub, blub. So, da haben wir hier jetzt unsere Treppe, wo es weitergeht sozusagen. Hier, hier, hier und hier. Okay, das klappt doch schon ganz gut, wie ich mir das so vorstelle. Erstmal müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal hier den ganzen Schmarrn rauskloppen. Und ihr seht es, wir sind ja derzeit hier mit Gänge bauen und mit einem Keller bauen. Und ja, ich will halt einen hübschen Keller haben, nicht so eintönig, was halt jeder machen kann oder so. Ich will schon ein bisschen ausgefallener machen, soll ja auch jut aussehen. Und ich sag mal, Zeit haben wir so oder so. Cobblestone kriegen wir auch, den wir so oder so dann noch brauchen werden. So, dann müssen wir hier natürlich noch rausreißen. Sämtlichen Scheiß. Ich guck mal, auf der Ebene werden wir dann erstmal bleiben. Würde ich denn dann mal so behaupten. Weil da können wir ja hier hinten... Können wir ja eigentlich noch irgendwas bei Bedarf möglicherweise so... eine Brauerei oder sowas könnte ich ja dort noch hinsetzen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ah. So, machen wir einfach jetzt hier. Ups. Tops. So, jetzt brauche ich mein Schäufelchen. Das kann bleiben. Mach die mal auch noch weg. So. Okay, hier müssen wir jetzt wieder Holz reinsetzen. Blub, 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 blub. Okay, das war ich jetzt. Ich bin aber genauso wie ihr bestimmt erschrocken. Was war das jetzt für ein Kack, habe ich mir gesagt. So, na okay, der war jetzt Kacke, den wir da gesetzt haben. Der hier. Den müssen wir... Ich mach das weg. Axt wieder her. So, okay. Machen wir so, machen wir so. Okay. Blub, blub. Seht ihr? So, jetzt machen wir hier noch. Da tun wir unseres Muster sozusagen fortführen. Klappt doch ganz gut. Oh, jetzt kommt ein geiles Lied. Von Naruto. Oh, hier unten haben wir was vergessen. What the fuck, Alter, wie ist das passiert? So. So, bauen wir hier oben noch rein. Der war natürlich kacke. Aber das ist nichts, was wir nicht schnell wieder lösen können. So.
Klappt doch. Und noch. Jammerman. Hauptsache, der jammert uns da nicht die Ohren voll. Kenne ich auch schon mehrere Jahre. Den Typen, den. Aha. Okay, da gehen wir hier runter. Und da sind wir dann hier angekommen. Und dann müssen wir jetzt hier noch rauskloppen. Und dann müssen wir den ganzen Spaß hier erstmal noch mit Fackelchen versorgen. Oh, Kohle. Okay, die müssen wir auf jeden Fall abbauen. Müssen wir erstmal jetzt hier eine notdürftige Fackel setzen, damit wir ja mal wieder Licht haben. Soll ja nicht zu finster für euch werden. Ich hab so oder so immer ein bisschen heller. Gerne. So, jetzt will ich erstmal hier die Kohle mitnehmen. Mal gucken, was das für eine große Ader ist. Umso mehr, umso besser, würde ich mal so behaupten. Weil Kohle brauchen wir so oder so für sämtlichen Scheiß, was wir im Ofen backen, sozusagen. Ah, da ist schon wieder einer oben drin, ne? Oder klopft schon an der Türe rum. Da weiß ich jetzt übrigens nicht, ob er mir hier auch die Türen zerschlagen kann. Normalerweise war das doch so, wenn ich mich recht entsinne, dass die mir auch meine Türen zerschlagen können. Das wäre natürlich schnubig. So, hier müssen wir auf jeden Fall jetzt gleich wieder ausfüllen. Machen wir am besten, was sagt ein Cobblestone, haben wir genug? Deswegen fülle ich es einfach mit Cobblestone aus, weil die Erde brauchen wir dann oben wieder fürs Terraforming. Und da baue ich jetzt ja einfach mit Cobblestone zu, dass hier nicht einfach so ein Loch drinne bleibt, wo wir dann am Ende noch eine Fackel reinsetzen müssen. Weil dort sonst noch das Viehzeug spawnt, da haben wir gar keinen Bock drauf. Das Vieh zeugt das Elende. Oder monstertechnisch, sagen wir mal so. Ups. Blub, blub. Wir sind ja schon richtig höher, okay. Okay. Packen wir noch das Holz rein. So, geht doch. Der Zappel. Oh mein Gott, ich ist eine Zappel. Hi Zombie, bist du jetzt bei mir in der Bude drin oder wieso klopfst du nicht mehr? Muss ich mal schnell nachgucken gehen. Ah ne, der ist abge... what the fuck? Treff ich dich, das so? Na komm. Du darfst rein. Ja. Oh. Und jetzt. Bam, Alter. Da gab es aber eine Schelle, die sich auf jeden Fall gewaschen hat. So wie es denn sein muss. Ja, Rouge Spidey. So, gehen wir jetzt hier runter. Tenten ist angesagt. Ich glaube, wir machen hier auch wieder auf der rechten Seite, würde ich mal so behaupten. Ne? Oder machen wir diesmal auf der linken? Ne, ich glaube, auf der linken habe ich was anderes vor, da brauche ich Platz. Deswegen würde ich sagen, wir graben uns jetzt hier nochmal rein. Erstmal. Aber da muss ich erstmal das nochmal rausnehmen. Weil, auch wenn wir hier irgendwann mal weiterbauen, ich weiß noch nicht, wann wir weiterbauen. Und deswegen möchte ich schon, dass es ordentlich aussieht. Deswegen bauen wir das erstmal so. Okay, jetzt setzen wir natürlich erstmal noch ein paar Fackeln. Am besten erstmal hier eine hin. Blopp. Setzen wir hier noch eine hin. So, da ist das hier erstmal ausgeleuchtet. Und hier gehen wir jetzt einfach. Hier würde ich sagen rein, oder? Ja, komm. Haben natürlich wieder Schnulli gebaut hier, aber irgendwo müssen wir ja wieder rein und uns ein neues Zimmer machen. Können wir den auch gleich raushauen hier. Hauen den wieder rein. Also wie wir hier machen. Das kann nämlich bleiben. Ich kunde, ich Elender. Das lassen wir irgendwie erstmal. Wir müssen erstmal jetzt hier rein. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder Viere nach oben. Erstmal müssen wir uns hier erstmal eine kleine Lücke bauen. Also jetzt bauen wir hier oben noch einen weg.
Ich glaube, da müssen wir ja dann sogar noch eine Etage höher. Ja, wir müssen dann gleich noch eine Etage höher. So, jetzt ist es finster, deswegen werden wir hier jetzt erst einmal eine Fackel setzen. So, da sehen wir natürlich jetzt erstmal was. So, Detektiv Conan. So, machen wir es so. Müssen wir natürlich hier oben dann auch wieder wegnehmen. Wie ich denn den Raum jetzt mache? Wie mache ich denn den Raum? Wie so ein Dreieck? Was würdet ihr sagen? Sollte ich wie so ein Dreieck machen? Wäre ja eigentlich ganz nice irgendwie. Mal so ein Dreiecksraum, wo dann einfach mal das Netherportal drin steht, stelle ich mir sehr amüsant vor. Müssten wir aber dann hier so in die Breite gehen, so leicht und. Ja, es sieht schrecklich aus, deswegen, das muss man mal machen hier. Blub, blub, blub. Komm, ja, hau mir die Kurbel runter. Danke. Aber jedes Mal immer nur solche komischen Räume hier. Ah. Ich will natürlich auch ein wenig ausgefallen machen, sagen wir mal so.